Happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Vor allem jetzt in dieser kalten, nassen Erkältungszeit. Und vor allem auch in dieser energetisch sehr aufreibenden Zeit. Ist es wichtig, dass man wirklich, wirklich auf sich hört. Und es sich wirklich, also nur Vorsorge ist besser wie Nachsorge, das heißt, auf sich aufpasst, sich selber, seinen Körper, sich selber hütet wie seinen eigenen Augapfel und auf sich aufpasst und sich Gutes tut, um sich selbst zu schützen, in Form von Eigenverantwortung, ja, nicht nachlässig mit sich zu sein, bewusst zu sein, in der Form, wie man sich bewegt, wie man sich verhält, blablabla. Egal. Ja, wir haben morgen Vollmond im Widder. Die Energien sind schon deutlich zu spüren. Und dieser Widdermond ist einfach deswegen sehr mächtig, weil die Widderenergie eine sehr mächtige Energie ist. Es ist die maskuline Energie. Es ist die Neuenergie, ja, neuer Weg, neues Leben, neues Denken, neue Anfänge. Der Widder ist immer so der Anfang von allem. Und vor allem geht es darum, etwas zu tun, umzusetzen. Die Widderenergie ist auch, stellt den Körper dar, das Umsetzen, die mächtige Energie durch Körperlichkeit etwas umzusetzen. Also auch die männliche, maskuline Energie trifft natürlich auch auf Frauen zu, weil Frauen haben ja auch diese, wir bestehen alle aus beiden Teilen, weiblicher Energie, männlicher Energie. Und es geht um das Machen. Leider ist mein Video vorher schon abgebrochen, da ist schon die Karte, die drei der Schwerter gefallen. Und ich bin gespannt, was jetzt fällt, weil diese Energie hat es so schön verdeutlicht, ja, die acht der Schwerter war es, Entschuldigung. Dieses ich sehe nichts, ich höre nichts, ich kann mich nicht bewegen aus irgendeinem Grund, ja. Und es war eigentlich die perfekte Karte zu genau diesem Vollmond, denn hier wäre sozusagen, falls der ein oder andere von euch Rituale macht an Vollmonden, wäre es genau diese Energie ins Machen zu kommen, ins Umzusetzen zu kommen, weil wenn jemand in dieser Energie ist, ist er einfach auch geistig sehr verschlossen, sehr zu und ist dann entweder in einer Beziehung, wo er sich selber nicht behauptet, nichts sagt, nichts macht, nichts tut, nicht aus sich rauskommt, sehr zurückhaltend ist. Und oder auch in irgendeiner anderen Situation, denn die Widderenergie steht fürs Vorangehen, fürs Machen, fürs Tun, fürs Durchsetzen, für die Willenskraft, für den Ehrgeiz, etwas erschaffen zu wollen. Und dafür brauchen wir Kraft und Energie. Und genau diese Energie stellt der Widder sozusagen dar, ja, wenn man ins Fitnessstudio geht, dann brauchen wir Aggressionsenergie, Kraftenergie. Und für all das steht der Widder. Und Aggressionen nicht im Sinne von, ich baller jetzt wild um mich, weil ich was erreichen will, sondern ja, ihr müsst euch die Situation wie mit einem Fitnessstudio vorstellen. Wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht und Gewichte stemmen will, dann schafft man das nicht mit Schmusibusi-Energie, mit Schlafenergie, mit Meditationsenergie, sondern da braucht man dieses ja, diese Aggressionsenergie, ja, Aggressionsenergie ist eine Schafferenergie, eine Macherenergie, eine sehr hochschwingende Energie. Und jetzt schauen wir mal in die Karten, welche Situation sich bei dir zeigt, wo du diese Energie brauchst, um hier voranzugehen. Ich bin gespannt, was jetzt fehlt. Naja, wir haben den Wagen. Das passt auch schon mal wie die Faust aufs Wagen, aufs Auge, weil der Wagen steht für das Weiterkommen, Weitermachen. Und der Wagen steht tatsächlich auch für das Schnelle und für das Potenzial, überhaupt etwas in eine Richtung zu lenken, umzulenken, umzudenken, in die Kraft zu kommen, in die Pötte zu kommen sozusagen. Und er steht auch für das Schnelle. Ja, der Widder ist ja auch die Energie machen ohne denken. Das heißt, ich habe eine zündende Idee,
Und setzt die auch direkt um. Es kann natürlich unter Umständen auch in eine falsche Richtung gehen, wenn sie unbedacht ist, klar. Aber es geht um eine Situation in deinem Leben, die sich zeigt, die verändert werden möchte. Und hier haben wir die Neun der Schwerter. Und diese Energie ist halt auch schon wieder diese Energie. Es geht auch um schlechtes Gewissen. Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, etwas in deinem Leben rumzureißen, weil du dich nicht traust, weil du es dir nicht zugestehst oder weil du denkst, dass es egoistisch wäre. Weil die Widderenergie hat ganz viel auch mit Egoismus zu tun und es ist etwas, was viele Menschen sich nicht zugestehen. Obwohl Egoismus eigentlich eine ganz extrem gesunde Energie ist. Die Frage ist nur, wie man sie umsetzt dann tatsächlich im Außen, ja, nicht mit dieser Ellenbogenenergie, sondern einfach nur für sich umsetzt, weil wenn ein egoistischer Mensch seine Ziele verfolgt, ist er automatisch eine Bereicherung für sein Umfeld, weil er dadurch in einer ganz anderen Energie schwingt und es halt eigentlich mal gar nichts mit negativ zu tun hat, es sei denn, ich baller wild um mich, gehe mit Ellenbogen durchs Leben, weil mir alle anderen Menschen scheißegal ist, dann wäre es wieder was anderes. Aber darum geht es nicht beim gesunden Egoismus. Weil dann passiert nämlich sowas wie schlaflose Nächte, weil man hat irgendwas in seinem Gedankenfeld, man ist in einer Situation, aus der man raus möchte und es aber auch nicht schafft oder nicht kann oder sich nicht zugesteht. Und dann kommen diese schlaflosen Nächte, ja, dann kommt dieses Gedankenkarussell. Dann geht es einem nicht gut und dann ist man auch nicht in seiner Kraft und dann fällt es immer schwerer, etwas durchzusetzen. Und hier haben wir aber mit dem Ass der Stäbe hier, genau da liegt schon was hier. Da gibt es die Chancen und die Möglichkeiten, sich jetzt wirklich zu entfalten, zu wachsen. Und vor allem hat auch ganz viel mit Ehrgeiz zu tun, diese Energie, die neu, das Ass der Stäbe. In seine Lebenskraft zu kommen, um etwas zu verwirklichen. Und dafür passt perfekt genau dieser Vollmond, in dem man vielleicht auch ein Ritual macht, wo man sich ganz, ganz, ganz bewusst klar macht, ehrlich zu sich selber ist, in welche Situation man steckt, was möchte man eigentlich verändern und wer oder was hindert mich daran, das eine oder andere zu verändern oder zu verwirklichen. Und jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, ja gut, die Energie ist ja da, dann ist es ja okay, dann wird schon irgendwas passieren. Und das ist genau so eine Situation, wie wenn du jetzt einen Beutel mit Geld auf der Straße findest und sagst, ach ja, da liegt Geld auf der Straße, ich gehe mal weiter, das Geld ist ja sowieso da, ne? Oder hebst du es tatsächlich bewusst auf und machst etwas bewusst damit. Deswegen ist es ein Unterschied zu sagen, okay, die Energien sind sowieso da, wird sich schon zeigen, wird sich schon weisen, oder ob man mit diesen Energien, die einem zur Verfügung steht, bewusst umgeht. Jetzt muss ich mich wieder mal beeilen, weil die Zeit ist wieder gleich um. Ich werde dann wahrscheinlich das Video einfach weiterdrehen und auf YouTube dann auch hochladen. Weil es einfach eine grandiose Energie ist. So, wir haben in der Hauptenergie die Sexualität erstmal. Klar, die Karte hat viele Deutungsmöglichkeiten, aber ich nenne es jetzt einfach mal die Sexualität, weil die Sexualität passt einfach auch zu der Widderenergie. Die Sexualität ist eigentlich das höchste Potenzial, was wir Menschen haben, was wir zur Verfügung haben und was wir auch verdoppeln können. Ja, ihr wisst es schon, Sexualität macht Kinder. Ja, also da liegt ganz, ganz viel Potenzial. Und diese Sexualität hat eine sehr hohe Macht- und Potenzialenergie. Und die Frage ist jetzt, wo setzt man diese Energie, diese hohe Energie ein? Poppt man sich nur so durchs Leben und zieht sich ein Porno nach dem anderen rein, dann ist diese Energie total für den Arsch im wahrsten Sinne des Wortes. Man schmeißt sie sozusagen gegen die Wand auf die Straße, weil man sie nicht wirklich nutzt. Ja, man sieht es hier, die eigene Loyalität ist hier blockiert, die eigene Stärke zu sich selber in seiner Leichtigkeit zu sein ist hier blockiert, weil man hier auch in einer wohnlichen Situation womöglich ist,
die scheinbares Glück verheißt, aber auch hier nichts Halbes und nichts Ganzes ist, beziehungsweise auch ein Auf und Ab, ein Kommen und Gehen ist. Aber auch hier Potenzial hat, natürlich. Der Klee steht einerseits für das Glück und auch für das Bestreben, etwas zu setzen, etwas zu vergrößern. Aber es ist auch so eine Auf- und Abstimmung. Ja, kommt und geht, schnelles, kurzes Glück. Ja, und das haben wir hier auf dem Hausplatz des Hauses und wir haben es auch hier in der Spiegelung. Und jetzt kommt die Sexualität hier ins Spiel, weil die Sexualität hier auch für Gedankenkarussell, für Gedankenkino sorgt. Entweder bist du in einer Situation, wo das Sexuelle irgendwo und irgendwie eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt, dich aber auch irgendwie gefühlt nicht weiterbringt, weil die Neun der Schwerter ist ja auch so ganz viel Gedanken, ja. Und diese Karte steht aber auch für die innere Harmonie, für das Familiäre, ja. Und das ist hier nicht in seiner Balance, wie es sein sollte, weil sonst hättest du keine schlaflosen Nächte oder ein schlechtes Gewissen oder würdest dich halt einfach schlecht fühlen, ja. Natürlich können wir die Karten jetzt auf x Millionen Situationen deuten. Ich entscheide mich aber jetzt für diese Art von Deutung und ja, entweder schwingst du damit oder nicht. Ne? Das ist Resonanz sozusagen, eine Resonanzsache. Sexualität wird auch kompensiert für das scheinbare Glück oder für etwas, um in eine Harmonie innerlich zu bringen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr unzufrieden bin, versuche ich über die Sexualität mich abzureagieren zum Beispiel. Oder wenn ich sehr viel Energie habe, brauche ich die Sexualität, um mich zu beruhigen. Damit verschwende ich aber trotzdem sehr viel Potenzial, weil es auch andere Mittel und Wege geht, sich in eine innere Harmonie zu bringen. Und deswegen wird Sexualität auch sehr oft kompensiert mit irgendwelchen Dingen, die hier im Argen sind. Und hier ist es die Blockade, Probleme, Sorgen, Ängste, die dich nicht in deiner Kraft sein lassen, hat was mit Loyalität und Treue zu tun zu sich selbst. Ja, das Haus steht auch immer für den Seelenbereich, der übrigens hier auch auf dem Hausplatz des Klees liegt. Das heißt, wo eifert man so diesem scheinbaren Glück hinterher? Was macht dich glücklich? Was macht dich tatsächlich glücklich? Und wo macht man sich auch selber irgendwo was vor? Weil der Wagen steht ja auch für eine Veränderung. Das heißt, man ist hier in einer Situation, die einen nur kurzfristig glücklich macht, und aber auch nicht auf die Dauer glücklich macht oder das Glück nicht beständig ist, weil halt hier einfach noch eine Blockade in deinem inneren Bereich ist, wo du nicht wirklich in einer Ausgeglichenheit bist. Und hierfür, für diese, genau diese Energie eignet sich der Vollmond perfekt, um sich darüber natürlich bewusst zu werden und dass das, was dich stört, dass du es umsetzt, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ohne dich scheiße zu fühlen, ohne das Gefühl zu haben, nein, so egoistisch kann ich nicht sein, so egoistisch darf ich nicht sein, das steht mir nicht zu, das darf ich nicht machen. Dass du genau das für dich umsetzt, wo du das Gefühl hast, dass du da nicht in deiner Kraft bist. Und genau diese Energie steht dir jetzt zur Verfügung, die du mit Hilfe, ja, dieser Energie bewusst umsetzen kannst. Wenn du es dir bewusst machst, ja, wenn du ein bewusstes Ritual machst, wenn du dich in dein stilles Kämmerlein setzt,
dich mit dir selber unterhältst, durch eine Meditation oder durch eine Stille, mit der du dich selber auseinandersetzt und selber mit dir kommunizierst, in wel und vor allem ehrlich dir bewusst machst, in welcher Situation du dich befindest und was du an dieser Situation gerne verändern möchtest und das dann auch tatsächlich umsetzt. Ja, es ist ein Unterschied, ob du Geld, ich nehme jetzt einfach nur das Beispiel Geld, es geht nicht ums Geld, ich will es einfach nur veranschaulichen. Wenn du jetzt auf der Straße läufst und du siehst hier einen Batzen Geld, würdest du einfach dran vorbeilaufen und denken, ach ja, ich brauche kein Geld, alles cool, alles easy. Oder hebst du es bewusst auf und nutzt dieses Geld? Weißt du, was ich meine? Es geht um bewusst und unbewusst und vor allem ehrlich zu sich selber zu sein, was dich an deiner Situation, in deinem Leben, was dir Sorgen bereitet, was dich nicht auf Dauer glücklich macht, was dich nicht wirklich glücklich macht, was vielleicht auch für einen Moment eine Notlösung war, in der man aber jetzt auch bleibt, weil man einfach, ja, weil einem vielleicht auch die Kraft und die Energie fehlt, es jetzt weiterzuführen, was ursprünglich mal eine Notlösung war. Ja, oder ob man sich hier auf die faule Haut legt und im Endeffekt zur Unzufriedenheit fühlt, was man hier vielleicht mit Sexualität kompensiert, weil man es nicht hören will und spüren will, weil Sexualität ist ja auch ein Glücksgefühl. Ja, und deswegen steht es hier, könnte es so sein, dass man hier immer auf der Suche nach Sex ist oder dem Orgasmus oder was weiß ich was, weil man dann diesen kurzen Moment von Glückseligkeit hat. Und das wäre dann etwas, was man halt für den Moment auch immer wieder braucht, um sich sozusagen eine scheinheilige Glückseligkeit aufrechtzuerhalten. Dabei geht es eigentlich darum, etwas zu erschaffen für sich selber, um nicht in dieser Unzufriedenheit zu sein. Ja, und diese Energie, die 9 der Schwerter, zeigt einfach, dass man sich damit schwer tut, dass man irgendwo auch nicht weiß, wie und was man jetzt machen soll. Man ist einfach überfordert. Ja, und deswegen ist es hier wichtig, also hier möchte definitiv was verändert werden, ja, weil der Wagen zeigt ja auch immer einen Stillstand an in einem Menschenleben, welcher verändert werden möchte und auch muss, damit man sich hier wieder gut fühlt und wohlfühlt und hier auch wieder in seine innere Harmonie kommt, denn diese scheint hier blockiert zu sein. Ja, also wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch einige Situationen hervorholen. Wichtig ist, dass du mit diesem Video in Resonanz gehst, dass du dich in diesem Video in irgendeiner Form, Energieform wiedererkennst, weil die Schwerter stehen ja auch immer dafür da, sich etwas vorzumachen, weil man etwas nicht klären will oder klären kann. Es aber wichtig ist, es zu tun. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, wenn du magst, deine Sandra.